Als erstes zu Wort gemeldet hat sich der Anti-Atomsprecher der Grünen, Martin Litschauer. Ja. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Ministerin, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, wir durften im Umweltausschuss sozusagen das Thema der SMR, das sind die Small Modular Reaktoren, aufgreifen. Ich habe mich sozusagen bemüht, dass wir hier wieder einen Altparteienantrag sozusagen einbringen können und auch beschließen können. Und der Vorbereitung ist es uns gelungen. Und da möchte ich mich nochmal auch ganz herzlich bei allen bedanken, die auch dann hier mitgeholfen haben, das gemeinsam auf die Reise zu bringen. Wir haben uns ja gestern schon auch intensiv mit dem Thema Atomenergie auseinandergesetzt, die Taxonomie ganz ausführlich diskutiert. Und ich freue mich sozusagen, dass jetzt unsere Ministerin in Österreich mit der neuen Außenministerin in Deutschland, Annalena Baerbock, auch Verstärkung bekommen hat, die sich in diesen Themen, glaube ich, genauso auch in unserem Sinne einsetzt. Und daher hoffe ich, dass wir in diesem Bereich auch jetzt ein bisschen mehr weiterbekommen können. Vielleicht ist auch der Charme der Frauen notwendig, um den französischen Präsidenten Macron sozusagen ein bisschen umzustimmen. Der führt ja aktuell Wahlkampf und ich denke, das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Problem. Die französische Atomindustrie steckt in Wirklichkeit ein bisschen in der Krise. Wenn man jetzt schaut, was aktuell passiert, rund fast ein Drittel der atomaren Kraftwerksleistung in Frankreich ist aktuell wegen Störungen im Prinzip nicht verfügbar und die haben ein großes Problem mit der Versorgungssicherheit und auch der EPR-Reaktor, ich habe es gestern ausgeführt, hat ein großes Problem in der Umsetzung und im Bau. Und jetzt hat der französische Präsident auch angekündigt, dass man auf SMR setzen soll. Ja, das erklärt auch, warum die an der Taxonomie so sehr interessiert sind. Was mich sozusagen ein bisschen aufrüttelt in der Diskussion und warum ich mich da auch nochmal speziell eingebracht hat, war die Aussage des französischen Präsidenten, dass eine militärische Atomkraftnutzung nicht ohne der Zivilen geht und die Zivile nicht ohne der militärischen. Und damit hat er nicht ganz klar gemacht, diese kleinen Minikraftwerke sind vor allem auch für das Militär notwendig. Für die U-Boote, für die Flugzeugträger und so weiter. Und das ist natürlich ein extrem hohes Risiko. Und wir haben auch da das Risiko, dass diese Gelder, die da fließen sollen, auch dem Militär sozusagen indirekt zugutekommen sollen. Und das, glaube ich, ist nicht in unserem Sinne. Denn auch mit diesen neuen Reaktorkonzepten wird Technologie in andere Länder dann verfrachtet werden. Und wir haben im Iran gesehen, was damit passiert, wenn man Technologie, wenn man Know-how in Länder bringt, die dann unstabil sind, ja, und dann plötzlich eine Atombombe anstreben. Ja. Und genau diese Entwicklungen können wir, da können wir nicht zuschauen und die können wir nicht zulassen. Und die einzige Möglichkeit, das zu unterbinden, ist und bleibt der globale Ausstieg aus der Atomindustrie. Und dieser Antrag zielt darauf ab, dass wir uns auch in diesem Bereich wieder ganz aktiv einbringen. Nicht nur im zivilen Bereich, sondern auch im militärischen Bereich. Das war mir ein großes Anliegen. Und da möchte ich mich nochmal bei allen bedanken, dass wir da in Österreich bei dieser klaren Linie bleiben und unsere Kräfte bündeln. Danke. Martin Litschauer von den Grünen mit einer Warnung vor instabilen Technologien. Er spricht sich ganz klar für einen globalen Ausstieg aus der Atomindustrie aus.